Ich werde mal schauen, wie viel Platz ich für so einen Mini-Kreisel brauche. Der müsste eigentlich schon reichen. Und dann wird hier nochmal very small. Boah, ich brauche dann noch mehr Platz eigentlich. Boom. Ah, oh, fast. So. Da ist jetzt nochmal ein Mini-Kreisel. Die müssen wir nur mal kurz nochmal drehen. So. Jetzt machen wir erst die Leute, die... Beziehungsweise hier geht's... Hier geht's rein. Und hier geht's raus, oder? Ja, es ist ja auch schon mal scheiße konstruiert. Dann drehen wir mal den ganzen Kreisel, bitte. So, jetzt fahren die, die rein wollen, hier rum und fahren dann hier rein. So, die fahren hier rein. Und die, die raus wollen, fahren dann hier drauf. So, wir schauen uns das mal an, ob das hier funktioniert. Jetzt ist der Verkehr... Ach so, ich hab den... Oh, ich Idiot. Ich hab den ja gar nicht verbunden. So, ich dachte schon, hier ist der Verkehr weniger geworden. Es hat geklappt, aber ich habe das hier hinten ja überhaupt nicht verbunden. So, jetzt habe ich es verbunden und jetzt schauen wir mal. Und die fahren ja einfach dumm im Kreis oder was? Aber es scheint zu helfen. Scheint wirklich was zu bringen, so wie ich das hier sehe. Also hier hat sich der Verkehr jetzt gebessert. Hier ist er immer noch stark, aber er hat sich auch gebessert. Und hier in der Mitte, das geht soweit alles. Nice. So, wie sieht es mittlerweile hier aus? Beziehungsweise die Anzeige. Werden hier immer wieder noch Leichen nicht abgeholt? Sonst muss ich hier Feuersicherheit echt nochmal... Ne, Feuerwehr war hier das Ding. Echt nochmal hier irgendwo, bam, einfach eins hinplatzieren. Was anscheinend... Okay, die sind kaum zu erreichen. Warum? Wahrscheinlich wegen der Einbahnstraße, oder? Das ist wohl wahr. Da ist die Einbahnstraße schuld. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Da muss man echt schauen, die... Ah... So. Okay, Müll wird hier auch nicht abgeholt. Wir brauchen natürlich auch eine Müllverbrennungsanlage. Boah, wie viel man hier managen muss, das ist unglaublich. Aber mittlerweile muss... Boah, wie mittlerweile hier auch die Skyline aussieht, das ist schon krass. Boah, dieser Twitter-Vogel, der regt mich so auf. Es gibt doch eine Option, den auszuschalten, oder? Ja, der macht mich wahnsinnig. Bildrate, Tastaudio. Wo konnte man den ausstellen? Gameplay? Ich weiß nicht wo. Egal. So, der Kreisel hier funktioniert. Der Kreisel hier auch. Man könnte natürlich hier auch das gleiche machen wie hier nochmal ein Mini-Kreisel. Ich glaube, das mache ich auch. Vielleicht teilt das den Verkehr ja sogar nochmal sinnvoll auf. Wir werden sehen. Und zwar... Nochmal ein Mini-Kreisel hier. Oh, fuck. Und liebe Zuschauer, sorry, wenn ich euch vielleicht mit 2 Stunden Verkehrsplanung nerve. Momentan ist es nämlich hier nichts anderes als Verkehrsplanung. Aber, ey, ganz ohne Witz, ihr seht ja, sonst geht's hier ja nicht weiter in City Skylines. Verkehr ist hier, könnte man sagen, boah, das ist ein ultra mega schöner Kreisel. So, dann geht's hier jetzt... drauf. Hier geht's
ab. Und dann nochmal bitte die komische Busspur. Bumm. Jetzt entsteht hier zwar ein bisschen Verkehr, aber vielleicht entschlackt sich das dann auch an anderen Stellen. Hauptstadt! Erreicht in der Bevölkerung 28.000. Schiff, Hafen, Frachthafen. Geiler Shit. Das kann man sogar hier, theoretisch vielleicht sogar hier irgendwo hin machen. Also die Müllverbrennungsanlagen hier. Müllverbrennung sieht zwar gut aus, ist sogar überall gut eigentlich erreichbar. Okay, dann lassen wir es erstmal so. So, und schauen uns nochmal... Das sind quasi jetzt echt die Verkehrsoptimierungsaufnahme-Session. So, hier ist natürlich krass, aber eigentlich geht's. Weil hier ist zwar rot, aber hier steht kein Mensch, steht Stau. Von daher ist es okay, finde ich. Okay, hier stehen ein bisschen wegen den Bussen. Hier ist auch ein bisschen, aber es geht. Hier ist auch a little bit, aber es geht. Hier ist jetzt natürlich... Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Aber so ein bisschen Verkehr ist ja auch nicht schlimm. Ja, hier sind überall Tote, die nicht abgeholt werden. Moment, das kann doch nicht sein. Ich setze ich... Wie viele Krematorien ich jetzt wahrscheinlich überall habe. Noch ein Krematorium. Und so krass ist der Verkehr doch jetzt auch nicht. So, wir haben hier noch ein bisschen Platz für Gewerbegebiet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Verkehr, der läuft. So, hier gibt es immer noch ein paar Stellen. Zum Beispiel die hier. Die leicht orange ist. Und hier quasi dieses Hauptdrehnetz hier. Aber muss ich auch sagen, das ist so mega rot, aber da stauen sich kaum Autos. So, wir können übrigens auch mal hier bei den... Brennt das Haus ab? Nee, oder? Nee, es brennt nicht ab. Gut, also hier läuft ja alles perfekt. Hier wird ein Toter nicht abgeholt. Ich hoffe, der wird noch abgeholt. Und ja, er wird gerade abgeholt. So, Verkehr wollte ich mir in anderen Stadtteilen anschauen. Hier ist... Aber hier staunen sich, hier ist mega rot, aber so viele Autos staunen sich hier doch gar nicht. So, was ich jetzt aber echt mal schauen wollte, ist wegen dem Busnetz, ob das überhaupt noch funktionstüchtig ist. Die fahren hier lang... Hier jetzt rum, hier rum, hier rum, hier rum. Das ist ja der größte Kauderwelsch überhaupt. Die fahren jetzt hier rum, hier rum, hier rum. Und dann? Ich glaube, ich werde das Busnetz früher oder später mal ganz hier abreißen müssen, weil das ist jetzt, glaube ich, ganz am Arsch. Aber, ich finde U-Bahn sowieso besser. So, hier hinten müssen wir mal schauen, dass sich das mit gut entwickelt. Wir können auch mal Schule und so schauen. Grundschule, ja, ist mittlerweile sogar Mangel. Da setzen wir mal hier eine hin. Keine Ahnung, hier eine. Also das hier, ganz ohne Witz... Das müssen doch eigentlich... nee, Moment, falsch. Das müssen doch eigentlich keine Einbahnstraßen sein. Solange da keine Kreuzungen sind, dürfte doch überhaupt kein großer Verkehr entstehen. Auch hier. Dann hat sich alles vereinfacht von wegen Verkehr und so.
beziehungsweise Feuerwehr und der ganze Kram. Und dann schauen wir einfach mal, wie das dann aussieht. Aber es müsste dem Gebiet eigentlich gut tun. So, Grundschulenverfügbarkeit. Ist soweit überall ganz gut. Wir könnten hier in die Mitte noch eine setzen. Hier ist ein Gebäude ganz rot. Keine Ahnung, können wir hier eine Grundschule hinsetzen? Wobei, das ist eine Einbahnstraße, oder? Ist das eine Einbahnstraße? Ja, das ist eine Einbahnstraße. Das ist natürlich auch Schwachsinn, oder? Setzen wir, obwohl die Grundschule, die war ja auch an der anderen Straße dran, oder? So machen wir es dann. So, hier sind sowieso genügend. Wir können maximal, keine Ahnung, hier noch eine Grundschule hinsetzen. Okay, hier noch eine. Aber langsam ist nochmal genug. So, keine Ahnung. Wir haben krass viele Grundschulen. Hier oben jetzt allein schon 4. Oberschule reicht noch, aber wir könnten zum Beispiel hier eine hinsetzen. Und Uni haben wir auch noch krass genug Kapazität. So, wir für den Stadtteil hier unten könnten wir mal ein paar Fußwege setzen. Parks, 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 Parks. Ne, wo waren die nochmal? Doch, die waren noch hier irgendwo. Genau hier. So, einfach so Verbindungswege zwischen hier und da. Und hier und da. Und hier und Bild ab. Ne, das war Bild down. Und dann setzen wir mal hier schön Akzente. So, da kann man hier schon rübergehen. So, hier machen wir das gleich auch nochmal. So, Bild ab. Kann man hier eine Verbindung hinsetzen. Und hier... Bild ab. Auch eine Verbindung. Da können schön dann die Fußgänger langlaufen. Es ist doch schön. So, was man... Ist hier überhaupt was gesetzt? Nee, da ist gar nichts gesetzt. Da kann man doch auch... Wohngebiet planten. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob... So, jetzt überall was gesetzt ist, aber das sehen wir dann ja. So, Parks müssen hier jetzt natürlich im neuen Gebiet noch gesetzt werden. Und was wir hier jetzt natürlich auch machen können, wäre jetzt zum Beispiel so ein Angelsteg hier unten. Der überhaupt... Müssen die überhaupt nicht verbunden werden? Und ein Reitstall. Krasser Shit, ein Reitstall. So, das braucht jetzt natürlich eine Verbindung. Kann man da einfach so einen Kiesweg dran setzen? Ah, das ist ganz ehrlich, das ist auch eine mega Scheiß... Also, das ist so eine Klippe, da kann auch kein Angel... Also, nee, nee, nee. Also, wir wollen das ja jetzt hier auch nicht übertreiben mit, So, was könnte man... Man könnte hier sogar... Was kann man hier bauen? Man kann hier krasse Gebäude hinsetzen. Was ist das hier? Statue des Wohlstands. Die können wir doch hier hinsetzen. Und zwar... Obwohl, die können wir hier nicht so gut hinsetzen, oder? Könnten wir auch hier irgendwo hinsetzen. Aber hier ist auch kein Platz. Doch, hier wäre Platz gewesen. Haben wir hier die Statue des Wohlstands. Freundlicher Stadtpark können wir setzen. Und zwar hier. Und hier können wir auch noch was hinsetzen, irgendwo, wenn wir Platz finden. Und zwar hier, nice.
bauen wir jetzt viel in dem neuen Wohngebiet, aber ist ja auch okay. Was haben wir hier? IKEA. Weiß gar nicht, ob ich den schon gebaut habe. Movie Theater Savoy. Stimmt, das könnten wir auch hier oben. Aber es kommt ja mehr eigentlich in die City. Das Movie Theater Savoy kommt hier hin. Jetzt haben wir hier Siegessäule und hier rotes... Okay, dann müssen wir noch schauen, wo wir den ganzen Kram... Da haben wir es. Hier ist das Movie Theater Savoy mitten in der City.